Razer hat ein Windows 8 Gaming Tablet vorgestellt. Wie man von außen sieht, ist es etwas dicker, als man es von anderen Windows 8 Tablets gewohnt ist. Wirklich schwer ist es darum nicht, echt gut in der Hand. Hinterseite des leuchtende Razer Logo. Die Größe liegt natürlich, die Größe kommt natürlich daher, dass das Innenleben leistungsstark sein muss, um Spiele nutzen zu können. Maximal ist ein i7-Prozessor möglich mit 8 GB RAM, 128 GB SSD. Auf diesem läuft gerade Civilization 5, läuft flüssig. Damit man mit dem Tablet auch entsprechend spielen kann, gibt es auch einen Controller und eine Halterung. Wie man sieht, wird das Tablet hier einfach eingesetzt, USB-Schnittstellen und Kopfhörer-Schnittstellen bleiben natürlich frei. Und dann kann man sich, wie hier in Dishonored, einfach durch die Spielewelt bewegen. Man muss einfach einen Knopf drücken, aufmachen und darunter kann man ist Platz für einen Akku und die Spiele, um noch länger spielen zu können. Um mit dem Tablet auf dem normalen Laptop oder Notebook-Server spielen zu können, gibt es eine entsprechende Tastatur dort. Hier ist eben Maus und Tastatur angeschlossen. Die Tastatur hat in etwa die Größe von einer normalen Notebook-Tastatur, vielleicht eine Spur kleiner. Druckpunkte sind okay, jetzt nicht unbedingt, wie man es von einer guten Tastatur gewöhnt ist, aber eben wie bei einer Notebook-Tastatur. Um mit dem Tablet auch am Fernseher spielen zu können, gibt es einen Dock. Der Dock hat einen normal großen HDMI-Anschluss und 4 USB-Schnittstellen. 4 deswegen, um einfach 4 Xbox-Controller anschließen zu können und dann Spiele zu spielen.